Wie der Titel schon verrät, heute geht es um Steuern. Und immer wenn wir dieses Thema ansprechen, hole ich mir gerne fachkundige Hilfe von Roland von Steuern mit Kopf. Dementsprechend danke, dass du dir die Zeit nimmst, 5 Dinge mit uns durchzugehen, die sich Anleger, die sich speziell mit dem Thema Börse beschäftigen, definitiv mal fragen sollten und zu klären sind. Meiner Seite aus dementsprechend, hallo, bei dir alles gut? Hallo, servus. Ja, von meiner Seite alles gut. Natürlich vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein darf bei euch im YouTube-Channel. Und ja, wie gesagt, heute 5 Dinge, die man als Börsenanfänger eigentlich zum Thema Steuern und Kapitalerträge ja wissen sollte in Deutschland. Genau, in Deutschland ganz wichtig. Und auch für Anfänger, wer also schon zum 10. Jahr hintereinander seine Steuererklärung gemacht hat, der wird vielleicht nicht mehr allzu viel mitnehmen. Aber wir möchten hier gerade speziell auf Neueinsteiger eingehen. Und natürlich auch da ganz klar der Hinweis, das spart natürlich nicht den Gang zum Steuerberater. Aber einfach mal, dass man weiß, was grundsätzlich zu betrachten ist. Hier wären mal die 5 Dinge, die uns als wichtigsten oder Roland ehrlich gesagt als wichtigsten erachtet hätte. Und wir fangen doch gleich mal Punkt 1 an. Welche Steuern zahle ich auf Kapitalerträge? Das ist schon mal die erste Frage. Wir sprechen hier von Kapitalerträgen aus Börsengeschäften, also aus Wertpapiergeschäften. Genau, richtig. Ganz einfach, die Steuer heißt Kapitalertragssteuer, kommt vom Namen her auch eben von den Kapitalerträgen. Die beträgt in Deutschland zwischen 0 und 25 Prozent, muss man richtigerweise sagen. 0 und 25% heißt, wenn der persönliche Steuersatz darunter liegt, dann ist es natürlich so, dass man einen niedrigeren Steuersatz zahlt. Wenn er natürlich darüber liegt, ist es gedeckelt auf 25%. Hier gleich natürlich vorab, es kommen noch 2 weitere Steuerarten dazu, und zwar der Soli von 5,5% und die Kirchensteuer von 8 oder 9%. Das ist eine kleine Info natürlich auch zum Thema News ein bisschen damit rein. Der Soli fällt ab 2021 nicht weg für Kapitalerträge und auch bei Kapitalgesellschaften bleibt der weiterhin erhalten. Dementsprechend ist es so, dass natürlich hier die Steuerbelastung bei ungefähr 30% sich einpendelt, so im Durchschnitt bei Kapitalerträgen, genau. Soli bleibt weiter erhalten, klingt irgendwie so als positive Nachricht. Na gut, ist es halt. Ja. Kirchensteuer, da hat man zum Teil vielleicht noch selber Einfluss darauf, aber das ist wieder ein anderes Thema. Okay, also wenn ich unter 25% liege, der persönliche Steuersatz, darüber hinaus mein Steuersatz von 25%. Die nächste Frage wäre dann natürlich ganz klar mal, habe ich dann die Pflicht, in Anführungszeichen, das auf den ersten Euro bereits zu zahlen oder gibt es irgendwelche Grenzen, wo ich sage, bis dahin habe ich einen Schuss frei und danach geht das Ganze erst los? Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich 2 Dinge unterscheiden muss. Einmal natürlich den sogenannten Sparer-Pauschbetrag. Der ist 801 Euro bei Einzelveranlagungen bzw. 1602 Euro bei Zusammenveranlagten. Das ist so mal der erste Unterschied, wenn man es rein auf die Kapitalerträge abstellt. Es gibt aber klassisch natürlich auch, es gibt immer mehr junge Anleger, sage ich mal Studenten, Schüler, Auszubildende, die immer mehr in den Aktienmarkt reindrängen. Da ist es so, da gibt es noch einen zusätzlichen Freibetrag, und zwar den Grundfreibetrag. Dieser Grundfreibetrag beträgt in Deutschland 9.408 Euro bzw. 18.816 Euro für Zusammenveranlagte. Das heißt, in dem Zusammenhang, es ist nicht so, dass man da sofort ab dem ersten Euro Steuern zahlt. Wenn man natürlich schon andere Einkünfte hat, dann natürlich nur den Sparerpauschbetrag von 801 bis 1.602. Wenn die gesamten Einkünfte unter 9.408 Euro ist, dann zahlt man gar keine Steuern in Deutschland. Das heißt also nochmal für mich ganz klar, ich habe in Anführungszeichen halt den Sparerfreibetrag, darauf greife ich zurück. Und da schlagen sich auch die Banken immer drum, dass ich den Freistellungsauftrag hinterlegen soll. Das heißt, ich kann mir auch dann schon ein bisschen Arbeit hinten raus sparen, dass ich von vornherein den Banken sage, pass auf, das bis zu dem Betrag, da bitte nichts weiter abführen, erst darüber hinaus. Genau, richtig. Und wenn ich wirklich jetzt also noch im Studium bin und da Geld anlege und bis zu diesen 9.000 Euro mit den Erträgen über die Börse nicht darüber hinauskomme, sind auch diese Einnahmen steuerfrei. Weißt du, natürlich, wenn ich dann nebenher irgendwie noch Geld erwirtschafte, 400 Euro, Job oder irgendwas, muss ich auch mit berücksichtigen, wenn wir schon bei den Studenten sind? Nein, also 450-Euro-Jobber, Mini-Jobber nicht. Das heißt, wenn du ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis hast, das pauschal abgegolten ist, dann nicht. Wenn du aber jetzt eine andere Tätigkeit hast, also wenn es sozialversicherungsabhängig beschäftigt ist, dann schon. Das ist so die Unterscheidung. Aber Studenten haben ja meistens 450-Euro-Jobber. Die müssen dann diese 450 Euro pro Monat nicht mit in den Grundfreibetrag sozusagen reinrechnen. Okay, perfekt, vielen Dank. Genau. Dann kommen wir gleich mal zur dritten Frage, und da wird es schon interessant, denn grundsätzlich weiß man ja, wenn ich Steuern zahle, habe ich ja manchmal auch die Möglichkeit, irgendwie Steuerlast zu verringern. Ich kann Sachen absetzen. Genau. Und ein Punkt ist natürlich dann, ja, wenn ich zu einer Hauptversammlung fahre, ich habe eine Aktie im Gegenwert von 24,50 Euro, kann ich dann die Reise von Stuttgart nach Berlin absetzen. Also solche Dinge oder mal insgesamt, was kann man denn eigentlich absetzen? Gibt es da irgendwie Verhältnismäßigkeiten? Wie sieht es denn da aus?
Also da ist es grundsätzlich so, dass es natürlich in Deutschland immer so ist, dass man alles, nennt sich Werbungskosten, von der Steuer absetzen kann, auch bei Kapitalerträgen. Aber hier gibt es seit 2009 eine Ausnahme, dass das sozusagen ausgeschlossen ist. Und zwar grundsätzlich wäre es so, dass man es abziehen könnte. Aber man hat anstatt hier das einzeln alles abzusetzen, hat man gesagt, es gibt nur den Sparerpauschbetrag. Und das ist nicht nur so eine Art Steuerfreibetrag, sondern es sind auch alle Kosten, die man geltend machen kann. Also klassisch, wenn man zum Beispiel sich jetzt hat, Börsenzeitschriften kauft, Hauptversammlung, was auch angesprochen worden ist, oder auch irgendwelche Trading-Seminare oder Sonstiges, die kann man nicht von der Steuer absetzen. Also das höre ich ziemlich häufig, ist aber falsch, denn als Werbungskosten, als Ausgaben, die gegenübergestellt werden können, gibt es nur die 801 bis zu 1.602 Euro. Und die gelten für jeden. Und das heißt, man muss auch erst ab 801 Euro dann auch Steuern zahlen. Okay, also bleibt einem nichts anderes übrig, als möglichst viele Erträge zu erwirtschaften, damit danach die Steuern nicht ganz so wehtun. Na gut, okay, den versuchen wir nur einmal zu gehen. Den vierten Punkt und die vierte Frage natürlich da ist, ist ganz klar, wir haben es gerade schon von den Studenten gehabt, gerade also jemand, der vielleicht noch nicht so stark im Berufsleben drin ist, die Frage, muss ich eine Steuererklärung denn grundsätzlich abgeben, speziell wenn ich eben an der Börse tätig bin? Gibt es da Verpflichtungen dazu? Ab wann muss ich das denn tun? Also grundsätzlich ist es so, dass die Kapitalertragssteuer noch einen zweiten Namen hat, und zwar Abgeltungssteuer. Und da ist es so, was du ja vorhin schon angesprochen hast, die depotführende Bank bzw. der Broker behält ja bei Überschreiten der 801 Euro diese Steuer automatisch ein. Also da ist es nicht so, dass man dann zum Broker hingeht und sagt, hallo, mein persönlicher Steuersatz ist 10%, sondern nein, die Bank hat hier im Grunde immer automatisch 25% plus Soli plus Kirchensteuer, wird dann einbehalten, und dann musst du dich eventuell am Ende darum kümmern, dass du die Steuer wiederbekommst. Aber im Normalfall musst du keine Steuererklärung abgeben, weil das, wie gesagt, dann abgegolten ist. Also du musst die nicht nacherklären, so wie es früher war. Aber dann, wenn dein persönlicher Steuersatz niedriger wäre, dann würde es sich natürlich lohnen, die sogenannte günstiger Prüfung in Anspruch zu nehmen. Dann wird eben hier geprüft, ob dein persönlicher Steuersatz niedriger ist. Und dann in dem Zusammenhang erhältst du dann, sag ich mal, die zu viel gezahlte Kapitalertragssteuer zurück. Einen Vorteil gibt es eben auch, wo wir es gerade schon vorhin hatten, Studenten oder halt auch eventuell Senioren oder halt auch Kinder, die jetzt noch nicht oder Auszubildende, da gibt es die sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, die könnte man sich auch holen. Da behält auch der Broker, die depotführende Bank im Grunde, keine Steuern ein, auch wenn der Sparerpauschbetrag überschritten ist. Ist natürlich auch eine Sache, die man wissen sollte. Genau. Okay, das heißt also, immer wenn es in Anführungszeichen für mich theoretisch besser sein könnte, muss ich selber aktiv werden. Und ansonsten, wenn ich sage, na gut, ich mache halt nichts, ich bin faul, ich gehe nicht zum Steuerberater, ich mache es nicht selber, dann habe ich halt das Problem, ich gehe halt vom schlechtesten Fall aus und dementsprechend kriege ich auch nichts zurück. Genau, richtig. Okay, also theoretisch möglich, ja. Und wenn es sinnvoll ist, dann kriegt man noch Geld zurück. Ansonsten kann man bleiben. Gut, dann die abschließende Frage, natürlich auch wieder ein bisschen jetzt weg von den Studenten, sondern eher, wenn man andere Einnahmen noch hat, wenn man einen Job hat, wenn man ein Gewerbe hat. Es gibt ja verschiedene Einnahmearten, soweit bin ich auch schon. Und die Frage ist natürlich, welche Verluste kann ich mit welchen Gewinnen gegenrechnen? Da gibt es ja dann die verschiedensten Konstellationen, manches geht nicht. Gibt es denn irgendwas, wo man sagen kann, Verluste aus dem Aktienbereich kann ich mit irgendwas anderem, mit Erträgen woanders gegenstellen, oder ist es immer ein einzelner Topf für sich? Nein, also da ist es wirklich so, das war früher auch so der Fall. Dort früher konnte man einzelne Verluste noch ein bisschen gegenrechnen in bestimmten Bereichen. Heutzutage ist es wirklich bloß noch so, Kapitaleinkünfte mit Verlusten aus Kapitalvermögen kann man verrechnen. Desto, wie gesagt, aktuell ja der schlechte Stand, das heißt, wenn es an der Börse schlecht läuft, man verkauft mit Verlusten, dann kann man jetzt nicht sich, sag ich mal, die zu viel vorausgezahlte Lohnsteuer oder Einkommensteuer, wenn man Unternehmer ist, erstatten lassen, weil die Frage kommt zum Jahresende auch oftmals immer, wenn es dann heißt, ja, soll ich jetzt meine Aktien noch verkaufen, um Verluste aus einzelnen Werten geltend zu machen? Nein, Kapitalvermögen kann nur mit Kapitalvermögen verrechnet werden. Zusätzlich natürlich aktuell noch der Umstand, dass seit 01.01.2020 bzw. 21 diese Verlustbeschränkung noch weiter verschlechtert worden ist. Natürlich einmal bei Aktien jetzt schon auf 10.000 Euro und ab 21 dann nochmal für Termingeschäfte dasselbe. Also das wird nochmal ein bisschen verschärft, diese Regelung. Aber grundsätzlich Verrechnungsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Einkünften bei Kapitalvermögen ist nicht möglich.
Okay, wenn ich jetzt mal 8.000 Euro miese gemacht hätte, nicht, dass es mir jemals, ja, schon mal, ja, okay, doch. Wenn ich das einfach gemacht habe, wie lange kann ich denn diese 8.000 Euro negative Erträge oder Verluste vor mir herschieben? Habe ich da auch eine Frist, wo ich sagen muss, oh, ich muss aber in den nächsten 3 Jahren Gewinne machen, dann fällt es, oder ich sehe schon meinen Kopf nicken und schütteln. Genau, also parat, ich höre zu. Nein, genau, ist ganz einfach. Also es gibt da sozusagen einen Verlustvortrag. Bei dem Verlustvortrag ist es wirklich so, der läuft unbegrenzt in die Zukunft. Das heißt, wenn du jetzt nach 5 Jahren dann irgendwann Gewinne machst, die Verluste werden in diesem Jahr festgestellt und können dann in Zukunft verrechnet werden. Einzige Besonderheit ist natürlich nur, wenn du mehrere Depots hast zum Beispiel, dann wirklich hier auch am Ende, ist glaube ich der 15.12. ist es immer, den Antrag auf Verlustfeststellung musst du dann stellen bei deinem Broker und dann kannst du sozusagen die Verluste aus dem Broker ja Konto nehmen und in die Steuererklärung übertragen und dann solltest du irgendwann mal das Konto wechseln oder irgendwie mehrere Einkünfte haben, dann kannst du die in der Steuererklärung verrechnen. Also auch da gilt wieder, für die günstigere Lösung musst du aktiv werden. Okay, also wenn verschiedene Einkünfte von verschiedenen Depots aufeinandertreffen und ich beim einen hauptsächlich meine ETFs habe, im restlichen Optionsscheine handel, dann sollte ich aktiv werden und es irgendwie zusammenfassen. Genau. Alles klar. Genau. Gut, 5 Punkte. Ich glaube, da ist vielleicht sogar für den einen oder anderen, der schon länger dabei ist, auch was dabei gewesen. Ansonsten von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Das Thema Steuern ist nicht zu unterschätzen. Wir müssen auch ganz klar sagen, ja, keiner zahlt gerne Steuern, aber wenn ich Steuern zahle, da habe ich ja irgendwas verdient. Also auch da vielleicht irgendwie nicht das Schlechteste. Dementsprechend, ich freue mich aufs nächste Mal, denn das Thema wird uns auch weiterhin noch lange begleiten, bin ich mir ziemlich sicher. Dementsprechend, ciao, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.